Ah, jetzt rollt bei deiner Maschine wahrscheinlich gleich kein Tankfahrzeug von weg. Also ich bin drin. Alles klar. Ich habe gelesen, wir fliegen zum Waypoint und patrouillieren rum. Ist das diese Geschichte mit zwei, drei? Ja, zwei, drei. Wieso rollt bei euch da was durch die Gegend? Macht mir Angst. Ja, das ist halt reingeskriptet. Verpiest euch! Ich mach schnell die Luke zu. Ach, die ist ja schon zu, was ist das? Ist schon gestartet. Ist schon gestartet? Ja, aber sowas vertraue ich nicht. Ich hole jetzt meine Checkliste raus und mache wieder alles aus. Gute Stimmung bei, muss man sagen. Das stimmt. Bin ich jetzt falsch gefahren? Ja, ich glaube schon. Also Wir wissen wundervoll, es so ein nicht. Anfängerfehler, schrecklich. Bin Wir wissen enttäuscht. es nicht, aber wir sind gut drauf. Wer von euch beiden schläft denn da? Bist wieder sehr leise, Wolf. Wer von euch beiden schleicht denn da so? Weiß nicht, wer da vor mir ist. Ich würde mal sagen, das passt doch. Nee, ich bin's nicht. Ich stehe schon auf der Startbahn. Ich fahre halt nicht so schnell. Fahr mal ein Stück nach vorne. Bin Komm im doch mal. Ziel! Also eigentlich hast du gerade den Boden Boden geküsst berührt. und ich hab's auch Ja. gehört. Aber nicht gemerkt, oder was? Also, es sagt nicht, dass irgendwas kaputt ist. Meint ihr nicht? Da ist noch alles dran. Wo fliegt ihr denn hin zur Hölle? Kannst du das jetzt auch gerade hören? Ja. Ja, sehr gut. Also funktioniert auch wirklich alles Geskriptete ebenfalls. Ich frage mich nur, wo ihr hinfliegt. Na, Was meinst du denn? 8.145. Ich kann nicht sehen, oh je, Gear Könnte jemanden down. vor mir sehen. Gear down. Ja, ich auch. Gear down. Wen siehst du denn vor dir? Nehmen wir an, dass das Malus ist und du mich siehst. Ich bin kurz davor aufzusetzen. Das ist richtig schlecht. Tusch ist an mir vorbeigeflogen. Mein Gott, komm so weit. Ja, das war mir ein bisschen auch. schnell, oder? Oh oh. Also Marlos ist rechts auf der Landebahn. Ups. Ich komm jetzt. Alles okay, ich lebe noch, hab nur meine irgendwas verloren. Ich liege auf dem. Wer ist denn da gelandet? Falls du den im Feld meinst, das bin ich. Mit Klappe auf? Yep. Also Kanopie? Ja, okay.
Malus, Malus, Malus. Das ist nicht besonders schnell. Nein, Pester, das sieht nicht nach nichts zu schnell aus, sondern ganz ja, im Gegenteil. Das Auftreten war jetzt ein bisschen schlecht. Das war ein bisschen sehr hart. Aber deine Reifen sind ganz geblieben. Hufe. Ich lande ganz normal, ich brauche nicht mal einen Schirm. Also, die da noch sind. Wenn man aus dem F-15-Cockpit kommt, wirkt das von der Su-27 schon ein bisschen wie vom Trödelplatz zusammengeschraubt. Dann guck dir das mal das MiG-21-Cockpit an. Ja. Das ist wirklich Trödel. Oh, die Englisch-Mod hat nicht alles übersetzt. Ich habe noch einen russischen Label gefunden. Oh, ich bin fertig. Ja, es gibt auch eine Mod, die macht dein Cockpit grau. Hm? Es gibt eine Mod, dann ist dieses hässliche Grün aus dem Cockpit weg. Das Grüne? Ja. Was für ein Grüne? Ja, die Lackierung. Also das geht bei der Maschine ja noch, aber zum Beispiel die MiG-21 sieht echt aus wie das alte Schwimmbad. Ich wollte gerade sagen, das ist ja... Ich würde das eher als... Na, was ist das? Hellblau bezeichnen? Wohl mit einem leichten Grünstich. Harmloseres Grün würde ich es nennen. Also grün wirkt jetzt eigentlich nicht so, außer das hat. Ein typisches älteres Metall. War nicht DDR-Metall? Altes Metall. DDR-Metall. Das ist einfach recycelt aus der MiG-21. Wir haben einen neuen Luftüberlegenheitsjäger gebastelt. Ja, aus Altteilen. Das RBR von der MiG-21 ist auch richtiger Scheiß, ne? Sieht das anders aus? Ja, also das hat vier Richtungen, glaube ich. Also hat es noch nicht dieses, ist das noch nicht dieses SPO-28 oder wie das nee, heißt? Das ist, also das sieht ja eigentlich schon aus wie aus einem alten Flipper geklaut, aber das, was in dieser MiG-21 ist, das ist richtiger Schrott. Das sieht aus wie so eine Wählscheibe. Und wenn eine Rakete angeflogen kommt, macht die das Radar Warning Receiver. Es kann halt echt kaum Richtungen unterscheiden. Also hier hast du ja ziemlich viele Richtungen. Ja, und auch Art und Weise halt, ne? Ja, das weiß ich nicht, ob der das auch kann. Also das sieht halt wirklich auch anders aus. Hey. Und beschleunige. Ja, super. Fliegen in die falsche Richtung, ne? So viel zum gemeinsamen Start. Schon im Arsch. Echt, ihr seid doch schon gerollt. Ganz toll gemacht, ganz toll. Naja, aber Marlos musste ja auch jetzt 40 Minuten warten, bis die Mission soweit ist. Wir sind seit Viertel nach fünf hier, Pestor. Das sind nicht 40 Minuten, das ist schon etwas länger. Ihr seid halt gut drauf. Nee, gut drauf bin ich auch noch nicht. Dafür habe ich noch nicht genug Rotwein getrunken. Glaub mir, so vor, da fliegen wir völlig falsch. Der vor dir dreht sich jetzt gerade zum richtigen Wegpunkt ein. Ja, ja, dem fliege ich auch hinterher, aber der andere ist völlig ab. Meinst du Flying Rabbit? Da hast du schon sonst bin geflogen. Denk daran, manchmal klingst du wie Til Schweiger. Ja. Yeah. Genau. Einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten, ne? Und so kann man das natürlich auch sehen. Ja, ist einfach Flying Schweiger Rabbit, ist doch klar. Flying Schweiger Rabbit. Ich habe es herausgefunden, wie man im Cockpit der F-15 endlich mal sieht, wie man, ob man gerade Nachbrenner hat. Das Schweiger der Rabbits, ja, was denn? Na, im Prinzip entweder mit dem Fuel Outlet oder mit den Rounds per Dingsabumster.
Also, du hast keine schönen, mit bequemen Leuchten. Rounds per Dings der Bums, Alter, das muss es sein. Ach die so, die APM-Anzeige und was ist das andere? Der Fuel-Outlet, der ist unterhalb des Nachbrenners auf 10%. Sobald du hochkommst, springt das hoch wie bekloppt. Also, daran siehst du es recht gut und schnell. Ach so. Aber du hast jetzt keine schönen Leuchten wie hier. Das weil, ist sicher? Ich meine, da geht auch eine Lampe an. Nee, da geht keine Lampe an. Weil, wir haben uns nämlich gefragt, warum ausschließlich nur in der F-15 so ein BAM-Sound kommt, wenn man auf Nachbrenner schaltet. Ja. Wir dachten anfänglich, das liegt daran, dass die Anzeige fehlt und sich die Ingenieure gedacht haben, dann bauen wir halt Boxen ins Cockpit, die so einen Bums machen. Ja. Genau. Ich finde immer noch, das ist eine sehr logische Erklärung. Genau. Aber wenn du jetzt mal so achtest bei der Su-27, du hörst ja überhaupt gar nicht, dass der Nachbrenner angeht. Nee, nur wenn er neben dir den Nachbrenner anmacht. Ja, das ist natürlich klar. Aber bei der F-15 hast du in der eigenen Maschine so einen richtigen BAM-Sound. Ja, die haben halt an Dichtung gespart. Das, was sie hier am Cockpit gespart haben, haben sie da am Ausbau gespart. Haben die Amerikaner an der Dichtung gespart, sehr schön. Deswegen sind die amerikanischen Piloten auch alle taub. Ich denke mal, die Leute wollen das einfach haben, dass es so cool knallt. Eben die Michael Bay-Variante der F-15. Immerhin ist es nicht dieser Typ aus, der die neuen Star Trek-Filme gemacht haben, sonst dann würdest du wegen Überbeleuchtung im Cockpit nichts mehr erkennen. Mit diesen Glare-Effekten oder wie das heißt? Ja, genau. Das sind so blaue Streifen im Bild. Ja, beziehungsweise so Linseneffekte und Überbeleuchtung. Fehlt nur noch, dass der Pilot aussieht wie Shia LaBeouf. Ja, dann wären wir ja wieder zurück bei Michael Bay. Nee, ich bin jetzt, wenn er auf 2 und dreht er nach 3 um, dann muss er dann die Straße sein. E24V, Schoss ab, Notkain, Kamas, Truck. Die werden definitiv gerade angegriffen von den Helikoptern. Also ich fliege gerade über die Berge, soll das hier zwischen irgendwo sein oder was? Na, hier ist so eine Straße und auf der Straße laut Raskat und dem Debriefing ist unser Konvoi und der wird angegriffen. So eine Ahnung, wo etwa der Konvoi sich gerade befindet? Ups, ja, oh, ich glaube, ich stürze gerade ab. Da wo ich bin, ist der Konvoi, hier brennt auch. Wo bist du? Ja, wo soll ich dir das sagen? Vielleicht in Bra? Also du bist von mir so auf 10. Ich kann einen von euch im Radar sehen. Ich stürze gerade ab. Aber es ist wirklich hier zwischen den Bergen, das ist natürlich ein bisschen behindert mit so einem Jet. Weißt du, wie das Bra-System funktioniert? Ja, aber das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ich weiß nicht mal, wo das Bullseye ist. Laut Briefing auf den letzten Wegpunkt. Wenn du den letzten Wegpunkt aufschaltest, kannst du das also ablesen. Du bist ausgestiegen? Ja, ich bin abgestürzt. Aber warum? Ich weiß nicht, ich fing wieder an zu trudeln. Ich war wohl zu langsam geworden, keine Ahnung. Das wird meistens reflektiert in dem Moment, wo er so niedrig liegt. Ich hatte nur das Glück, dass er sich an der Spitze des Berges gerade befand. Bäm, komm, er flirt schon wieder. Kommt gerade ein Berg runter. Ja. Stirb, Junge. Alter, die Flares sind aber auch irgendwie... Ich hab das sogar im Radar-Log. Was passiert denn da? Hast du gerade versucht, den zu rammen, oder? Ja, ich hol den jetzt mit der Gun, das ist mir zu blöd, ey. Das warst du gewesen, den ich gerade aufgeschaltet hab. Ja, oh. Das stimmt. Hallo. Hattest du auch Aufschalt-Sound gehabt? Ja. Weil ich die gleichzeitig noch aktiviert habe neben den optischen. Das heißt, wenn ich dich optisch ausschalte, schalte ich dich gleichzeitig gerade auf. Das ist praktisch. Aber eigentlich mache ich gerade eine optische Aufschaltung. Ja, an sich geht es ja darum, dass du nach dem optischen direkt Radar anmachen kannst, um zu feuern. Ja, beziehungsweise damit ich auch erkennen kann, Freund, Feind. Obwohl ich optisch aufgeschaltet habe, ist das schon richtig geworden. Sag mal, sind diese 73er, sind das nun IR-Raketen? Ja. Na toll. ET sind ebenfalls IR-Raketen. Ja, weil wenn der flärt, dann hast du keine Chance, ne? Oh, ich hab glaube ich einen da oben. Oder du bist das. Das war gerade rechts neben dir. Ne, da oben fliegt irgendwas. Boah, das kann eigentlich kein Hubschrauber sein, das ist so hoch.
Nee, das ist ein Golden Jet. Rechts neben mir. Jetzt nicht mehr. Also da bei dieser kleinen Siedlung oder was das da ist. Weil die Mission finde ich auch schon ziemlich geil. Die hat was, ne? Ja. Weil hier musst du halt mal wirklich ein bisschen fliegen und nicht nur irgendwie geradeaus und irgendwann kommt ein Gegner und irgendwer schießt. Ja, vor allen Dingen auch, fuck. Doppelstriche übereinander. Neue Informationen, okay, das sind wir schon dran. Wer wird links neben dir, ist jetzt einer? Direkt links unter dir? Das ist interessant. Ich sehe ihn gar nicht. In welche Richtung fliegt er denn? Dann warte jetzt. Warte, weiterdrehen. Weiter etwa in die Richtung, die ja, jetzt da kommst. Unten ist er, ja. Hab ihn. Wow. Ja, schön gemacht. Das war krass. Das sah krass aus, ja. Ja, das war auch richtig knapp. Ich hab den fast noch gerammt dabei. Ah, sehr schön. Da bist du im Sack. Also es ist gut, wenn man einen hat, der guckt. Das gibt Gun Mode. Over G. Yes. Lass ihn. Achtung, Berg. Fuck. Deine Nase ist kaputt, Wolf. Ja, ich weiß. Failure. Ich höre es gerade, aber meine Triebwerke sind ausgegangen. Keine Luft mehr. Nee, die sind nicht aus. Jetzt gehen sie aus. Ja, ich habe keine Kontrolle mehr. Ja, ich habe mich gerade auch am Berg zerlegt. Echt? Jetzt sind wir alle tot? Ich wollte ihn über Kopf abschießen und dann kam der Berg. Genau, rein muss. Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Ist er jetzt drin oder ist er nicht drin? Ja, steckt irgendwo drin. Gott. Ja, sonst ist er halt nicht dabei, ne? Er steckt doch aus, da sind wir im falschen Loch. Die sind so nah beieinander, das passiert schon. Dafür, Marlos, hast du den Hole Inspector. Ja, wieso stehe ich jetzt ganz rechts auf einmal? Weil du eine andere Maschine besetzt hast? Ah. Welche hast du denn? 130 oder 132? Ich bin ganz rechts. Ich bin die 132. Das war nicht meine Frage. Ja. War aber meine Antwort. Aber diese Anzeige für die Countermeasures hätten sie auch mal irgendwo hinmachen können, wo man auch hingucken kann und nicht irgendwo unten in die Ecke. Tja. Das denken sich wahrscheinlich alle Sukhoi-Piloten ebenfalls. Da ist so viel Platz in dem Ding. Zum Beispiel über dem RWR, da ist noch Platz. Da hätte das auch gut hingepasst. Da sind doch die ganzen Notleuchten. Ja, genau daneben. Das sieht ein bisschen sehr eng aus. Hätten sie kleiner machen müssen. Also aber wäre ich so ein Pilot, würde ich das da rausflexen und selber reinbauen. Hast du hier schon mal die Verkabelung geguckt? Ich habe auch schon Bilder gesehen, wo die Verkabelung zu sehen war. Das ist... Ich würde das nicht rausflexen. Ich würde da nämlich nicht mit zurechtkommen. Ja, ist wahrscheinlich wie so ein Spielautomat von innen. Spielautomat ist dagegen aufgeräumt. Echt? Ja. Ich habe ja... Hey, du hast einen Handwerker hier im TS, der an russischer Technologie schon gearbeitet hat. An einem russischen Spielautomat? An einem russischen Spielzug. Eine russische Züge? Die Ex-DDR-Lok, die wir warten mussten, waren russische Züge, natürlich. Was?
Die 134er, an der ich gebastelt habe. Aber das ist eine Diesellok, oder was? Nee, eine Elektrolok. Was? Die haben schon Strom in der DDR? Die hatten schon Strom in der DDR. Malus, einfach die Ohren zu machen, ne? Ja, ja. Wieso hat Malus auch Strom? Also wir machen das wie eben, Malus fährt los und wir fahren hinterher, oder was? Nee, ich starte jetzt mal zuletzt, sonst bin ich wieder... Lass uns doch mal gemeinsam wieder starten. Okay. Wieso wieder? Dann muss Rabbit aber noch dazwischen fahren, er ist jetzt hinter dir. Ja, wir starten halt hintereinander, ist cool. Hintereinander ist auch okay, aber... So viel Platz hier, wir können auch zu dritt starten. Links neben mir ist auch noch Platz, also... Ja, Rabbit, ich warte, fahr mal vorbei. Weiß auch nicht. Ups, wir müssen zu weit gefahren. Der Flipper blinkt. Wir müssen noch ein bisschen weiter vorfahren. Besser? Dein Flügel ist zerfetzt. Ja. Wir können direkt wieder starten. Deiner auch. Aber immerhin. Beweg mal richtig den Kopf, weil im Moment guckst du einfach nur so ein bisschen schräg. Also ich bin da. Hoch und runter wird, glaube ich, gar nicht synchronisiert, oder? Ja, nur links und rechts. Aber das sind keine Stufen, das ist frei, glaube ich. Sicher? Ja, guck dir das mal an. Ja, ein bisschen ruckelig ist es schon. Ja, das liegt aber nicht an den... nee, so schlecht kann deine Maus nicht sein. Guck mal. Siehst du das? Das ist so ein bisschen... Ich glaube, die haben so 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. So ein bisschen haben sie das gemacht. Also das sieht schon ziemlich frei aus. Was witzig ist, guck mal vorne auf dieses ER-Ding, das bewegt sich mit. Ja, dieser optische Trecker, ne? Ja. Ja, ist richtig. Da muss er ja auch. Richtig. Diese Helm-Dings. Aber ich meine, das ist nun wirklich etwas, was du in DCS sowas von nicht zu Gesicht bekommst. Jemals. Also, außer du betrachtest die ganze Zeit dich im Außen. View. Und bist ganz nah rangezoomt. Seid ihr fertig? Eigentlich schon, ja. Ja. Und go! Sollt lieber ein bisschen runterzählen, nicht einfach go. Was machst du bei go eigentlich? Hältst du noch die Bremse runter und gibst erstmal vollen Schub, oder? Bist du ohne Bremsenschub? Meinst du mich? Hey, Wunderwolf. Früher habe ich immer gebremst gehalten und Schub gegeben, jetzt gebe ich einfach nur Schub, weil ich das ja mit euch synchronisieren möchte. Ach so, ich habe extra gebremst, um es mit dir zu synchronisieren. Ah, was machst du da, Rabbit? Nicht rüberziehen einfach, bist du verrückt? Gleich mal mein Spiegel mal wieder an. Alter! Aber ich weiß nicht, in den Spiegeln sehe ich nie irgendwen. Aber jemand macht gerade mit mir sehr gut eine Kurve mit. Ja, ich... Ja, ich bin das nicht. Ich wurde weggedrängt. Solange ich dich noch sehen kann. Das macht der Sascha auch in der Realität. Der drängt dich einfach zur Seite und geht dann nach vorne. Aber jetzt bist du halt weg. Aber da ist irgendwas explodiert auf dem Berg. Es kann immer noch sein, dass das irgendeine Munitionsexplosion in so einem Munitionsfabrik ist. Nee, das ist ja direkt auf dem Berg. Da. Ja, da ist der Hubschrauber auch gewesen. Toss ab MI-24V, T-72. Launch ja, dann haben sie ihn erwischt, richtig lächerlich, ey. Sind aber immer noch nicht alle gewesen. Nee, einer hat er was gefunden? Ja? Enough 2 etwa. Jetzt hier links? Da, also der gleiche Berg, Launch oben wo es weiß wird schon. Ja, jetzt flärt er. Jo. Der knallt gleich eh in den Berg. Ja. Ich jetzt ruckel ein Spiel! Ah! Was ist das? No. Ein verdeckter Enemy Helikopter, the threat for ground forces has been eliminated. Zu schnell. Ist eigentlich so wie immer. Kann der mal wegen der Landebahn weggehen? Das ist gerade echt uncool. Der Patrick gesagt, er hat gelandet.
Oh Gott, das wird gerade in New York nicht. Der sagt auch große Scheiße. Aber ist schon erfolgreich. Wow, wer ist denn da? Upp. Alter. Was war das denn noch? Ups. Warum sind denn jetzt zwei runtergekommen? Was habt ihr gemacht, Leute? Was bin ich denn jetzt gerade reingefahren? Ach, Scheiße. Ich ahne es. Flying Rabbit ist nochmal gestartet, nur um uns einen reinzufahren. Sprich, das war so langweilig. Ja, Super Rabbit, jetzt bin ich noch voll verreckt wegen dir. Tada, ich hab's geschafft. Ja, die Mission war aber schon erfolgreich. Ja, toll. Da sind wir nicht. Wer wartet da noch? Das bin ich. Ich muss mich erstmal umbewaffnen. Ich hab die falschen Sachen drin. Ihr könnt ja schon mal losfliegen. Was sind denn die falschen Sachen? Gut, wir fliegen los. Ja. Irgendjemand hat mir ja mein Flugzeug gerade geklaut beim Besetzen und jetzt muss ich erstmal umrüsten. Was? Erst bringst du mich um und dann... Naja. Ja, Spielen mit Pasta ist immer sehr lustig. Für ihn. Irgendwas funktioniert mit dem Netcode nicht. Bist du jetzt schon gelandet oder wie weit bist du? Jetzt genau in diesem Moment. Du kriegst übrigens eine Chat-Nachricht, wenn jemand landet. Mission noch gelandet. Successfully accomplished. You can end the mission if you wish. Mir fehlen eigentlich nur noch die Landeklappen. Ach, die macht er erst, wenn du das Gear down machst. So interessant. Bums, bums. Oh, da steht ja sogar noch einer. Ui, 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 ui. Oder fährst du? Wenn du mich meinst, ich bin auf der linken Seite. Ja. Ich bin jetzt von der Landebahn runtergekommen. Alter, ich hab euch fast noch beide überholt hier beim Landen. Ich sag das, als wäre das was Gutes. Auf jeden Fall. Ich kann jetzt links fahren, oder? Du bist hinter Nein, mir. Nein, du kannst jetzt nicht einfach links abbiegen. Ich? Nein. Ja, ja. Zweck AH. Pastor. Bist du wirklich da? Ja, das Problem ist, selbst wenn du die Spiegel anmachst, siehst du ja auch nichts drin. Ja, du hast da gefragt und ich sagte nein und dann hast du es ignoriert. Das ist das Problem, glaube ich. Ja, aber ist auch nichts passiert. Ja, jetzt stell dir das mal täglich vor, im Studium. Ja, ist ein TS, kann man einfach rausgehen, das hat schon seine Vorteile. Und was gab's zu essen? Ich hab nur Brot gegessen. Ach so. Aber das kannst du halt schlecht hier nebenbei essen. So, ich bin im Cockpit. So, dieser Routenflug, da kannst du doch Brot bei essen. Ja, aber ich will's nicht nebenbei auch noch schmieren. Ach so. Also ich hab das Brot nicht so gegessen. Stellst einen Block Butter hin und schmierst noch ein bisschen Brot drauf und isst das nebenbei. Ist doch kein Problem. Irgendwer fährt da schon los. Ja, ich glaube in der Mission gab es da irgendwelche 24. Ja. Aber ich fahre jetzt auch schon los. Und Startbahn 26 existiert übrigens nicht. 27. Ja, das Problem ist aber, dass diese Suho 24 fahren da auch hin, ne? Wo du hinfährst. Ja.
Das war. Das war aber schon letztes Mal das Problem. Der durfte dann irgendwie warten. Ja, genau, jetzt drängeln sich die beiden da um mich. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob die auf uns warten dann. Ja, noch ein bisschen. Ah, schade. Irgendwas ist passiert. Was? Mir ist ein Rad kaputt gegangen gerade. Nee, echt? Ah. Hm. Kannst du nicht mehr starten wahrscheinlich. Wollte nicht, starte einfach. Sonst können wir gleich schnell wieder neu starten, das ist ja kein Problem. Das ist nicht das Vordere. Okay. Ich dachte, vorne ist die Bremse dran. Ich glaube, mit einem kaputten Reifen kannst du noch relativ problemlos starten. Ja, ich glaube auch, also solange es nicht der vorne ist, geht das noch. Aber ich starte mal lieber vor dir. Wer ist links neben mir jetzt? Ja, ich. Jetzt ich starte jetzt. Gibst du Gas? Wieso startest du jetzt? Ich dachte, weil du auch startest. Nein, ich wollte vor dir starten, weil ich wahrscheinlich nach rechts ziehe. Wenn ich dann links neben dir starte, dann... Nein, du sagtest als letzten Satz, okay, ich starte. Nee. Oh, Marlo ist auch schon gestartet? Ja. Starte mal. Hey. Ja. Also eigentlich musst du bei uns in der Nähe sein. Kannst du es nicht sehen? Euch gerade nicht, ne? Wir werden doch sowieso dann gleich über ein Ziel hin und her fliegen. Dann bringt es jetzt auch nichts mehr, noch eine Formation zu bilden. Ja, eigentlich können wir da jetzt schon angreifen, oder? Ja. Kommt so langsam der Moment. Ground, ground, ground. Ah! Was war das? Du bist in mir reingekracht, ich hab dich nur noch im Rückspiegel gesehen. Ah, Leute! Ja, das war bitter. Ach, Mann. Und wie ist dein Rotwein? So schlimm. Ach, ich finde ihn nicht besonders toll. Ich stehe auch nicht auf diese süßlichen. Wir haben hier einen Merlot gekauft. Okay. Der zieht den. Der ist so trocken, dass er den Gaumen richtig zusammenzieht. Ich bremsen! Wer ist das denn? Oh, ist mein Reifen kaputt gegangen. Oh. Also gebremst habe ich nicht. Du bist fast stehen geblieben mitten auf der Fahrbahn. Was soll der? Oh, Leute. Ihr macht aber auch mal Scheiß. Ich glaube, das ist nur relativ gesehen so. Das ist so wie beim Crash in der Luft. Ja, typische Festantwort. Ich habe bestimmt noch überall. Hoffe ich. Ja, ja, das hieß doch so, oder? Dass wir, wenn wir angegriffen werden von Lufteinheiten, uns zu unseren Verbündeten zurückziehen sollen, die uns beschützen. Wir werden beschützt? Von wem denn? Ja, das haben sie nicht weiter ausgeführt. Ich nehme an, das kommt, um uns zu beruhigen. Kommt dann das Avex angeführt. Nächste Bombe ist raus. Ja, kriegen wir Nachrichten, wenn wir was treffen? Ja. Ja. Dann sind wir richtig schlecht. Na, jetzt ist du ja noch nicht angekommen, denke ich. Ich beginne jetzt auch meinen ersten Angriffsflug. Ach du Schande, wo fliegt die denn hin? Doch! Ja, genau dazwischen. Aber ich habe irgendetwas getroffen. SA-18 Igler Manpad. Ich habe den Manpad zerstört. Sehr geil. Ja, schön. Das hilft schon mal. Sehr toll. Unmenge. In der Mission wurde ich auch schon von der Rakete erwischt. Ja, wenn man zu gierig wird. Ja, richtig. Also ich kann eigentlich nur schnell landen. Da fällt mir ein, ich habe immer noch das Fly-by-Wire aus, ne?
Malus ist gelandet. Yep, bin abgesetzt. Das ist schon mal gut. Hui, jetzt komme ich aber schnell rein. Ja, da bin ich dagegen, muss ich sagen. Ich glaube, ich verschwinde lieber schnell von der Landebahn. Ja, fahr lieber weg. Ist eine gute Idee. Wo ist denn die Ausfahrt? Verflucht. Da sehe ich irgendjemanden vor mir. Ja, ich bin links. Ich halte mich links. Versuche nach rechts zu fahren. Nein, ich meine nicht auf der Landebahn. Okay. Aber ich bin angemeldet. Ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Ich bin auch angemeldet. Diese Warteschleife musst du machen, Landebahn ist belegt. Naja, gut. Was für Scheiße, sagt er. Boah, ey. Also ohne Fly-by-Wire landen ist aber ein bisschen bekackt. Irgendwas schleift. Also ich bin links auf der Landebahn, rechts kannst du durch eigentlich. Mhm. Ich bin runtergefahren. Bei mir ist irgendwas kaputt. Ja, irgendwas ist kaputt, du scheinst im Boden zu hängen. Oh, das Fahrwerk ist eingebrochen. Ist auch gelandet.